wir geld eine von kindern immer noch häufig gestellte frage die nie wirklich beantwortet wird die standardantwort ist leider immer noch geld brauchen wir damit leichter handel betrieben werden kann und nicht güter gegen güter getauscht werden müssen man muss das tauschgut nicht mit sich herumschleppen und diese Antwort wird in den meisten Bildungseinrichtungen immer noch gegeben. Mit ihr endet für viele auch das Hinterfragen. Sie wird danach nicht mehr angezweifelt. Obwohl sie doch eher unbefriedigend ist, wird sie von sehr vielen übernommen und an ihre Kinder weitergegeben. Zudem ist sie verwirrend und unlogisch. Was viele Kinder zwar diffus und unbewusst erfassen, aber nicht in Worte fassen können. Denn auch mit Geld verkaufte Güter müssen transportiert werden. Und zu tauschende Güter müssen nicht unbedingt und zwangsläufig mit herumgeschleppt werden. Das sind Horrormärchen. Natürlich ist es einfacher, wenn ein potenzieller Kunde die Ware sieht aber es ist nicht zwingend die ware zum kunden zu bringen um sie anzubieten heute kommen die kunden meist zur ware siehe supermarkt oder um ein entsprechendes beispiel zu nennen ein autohändler der fährt auch nicht mit allen autos herum um sie zu verkaufen da spielt geld überhaupt keine rolle er tut's einfach nicht im Versandhandel bestehen zwischen Ware und Kunden sogar teils gewaltige Distanzen. Die Ware wird zugesandt und bei Bedarf zurückgesandt. Ob das nun Ware gegen Ware ist oder Geld gegen Ware, ist dabei eher egal. Nur ist es in der Regel Geld gegen Ware bzw. Ware gegen Geld, weil das Hauptinteresse des Händlers das Geld ist. Wir können festhalten, dass diese Antwort auf die Eingangsfrage eher unreflektierter Unsinn ist. Also bleibt die Frage offen, warum brauchen wir Geld? Vielleicht weil es nicht ganz einfach ist, die nächste mögliche logische Frage zu formulieren, warum müssen wir tauschen? Warum schenken wir nicht? Eine sehr häufige Antwort ist, wenn wir alles verschenken, haben wir ja nachher nichts mehr. Diese Antwort ist genauso unlogisch und genauso unsinnig wie die Antwort zur ersten Frage. Wir könnten auch alles verkaufen. Wir hätten danach zwar Geld, aber Geld kann man weder essen noch trinken. Vielleicht kann man noch darauf schlafen, wenn es genügend Papiergeld ist, damit es als Matratzenfüllung dienen kann. Weiter wird geantwortet, ja, aber dann könnten wir uns ja was kaufen. Dabei wird verdrängt, dass erstmal jemand da sein muss, der verkauft. Und genauso wie beim Tauschhandel muß dieser jemand noch die benötigte Ware anbieten. Und wie beim Tauschhandel, also gut gegen gut, muss der Preis stimmen. Preise können von jetzt auf nachher steigen, wie das häufig bei Benzinpreisen zu beobachten ist. Wenn sie zu hoch steigen, also der Wert des Geldes verfällt, können wir auch nichts mehr kaufen. Fallen sie zu tief, rentiert sich der Verkauf für den Anbieter nicht mehr, und das Gut wird aus dem Angebot, vielleicht sogar von allen Anbietern oder vom Hersteller sogar vom Markt genommen. Auch wenn wir alles verkaufen und Geld einnehmen, bedeutet das nicht, dass wir uns danach wieder alles kaufen oder überhaupt etwas kaufen können. Und in beiden Fällen geht es nicht darum, alles zu verkaufen bzw. zu verschenken. Daher ist auch diese Antwort Unsinn. In einer jeweils entsprechenden Gesellschaft können wir also zu viel verschenken, aber auch genauso zu viel verkaufen. Um wieder alle benötigten Güter zu erhalten, brauchen wir in einer auf Geld basierenden Güterverteilung genügend vom anerkannten Zahlungsmittel und einen Anbieter, der die benötigten Waren hat. In einer ohne Tauschlogik funktionierenden Güterverteilung brauchen wir lediglich einen Anbieter oder, je nach Verteilungsweg, nur ein Versorgungslager, in dem die benötigten Güter vorhanden sind. Antworten eine der richtigen Antworten ist, wir verwenden Geld, weil man uns einredet, dass uns andere benachteiligen wollen und wir mit Geld davor sicher sind. Diese Angst vor einem Mangel ist eines der Hauptargumente rechter und nationalistischer Strömungen gegen fremdwirkende und andersdenkende Menschen, jeder Art von Flüchtlingen, die grundsätzlich als Einwanderer angesehen werden, vor denen Angst erzeugt wird, dass sie den Staat übernehmen und die Einheimischen unterdrücken, ihre Kultur, besonders ihre Sprache und Religion berauben, indem sie die Fremde aufzwingen und die Einheimischen quasi versklaven. Andererseits wird genau die Personengruppe favorisiert und glorifiziert, welche genau das tut. Diktatoren, diktatorisch herrschende, imperialistische Systeme wie der Faschismus oder der Kapitalismus, nicht Kriegs- und Katastrophenflüchtlinge nehmen uns Arbeitsplätze weg, sondern kapitalistische Geldlogik von Unternehmen und Staat. Es sind Unternehmen, die sich einen Standort aussuchen, weil dort staatlicherseits günstige Bedingungen geschaffen werden, billige Niedriglöhne, günstige Fachkräfte, geringe Abgaben und Entsorgungskosten und vieles mehr. Seit fast einem Jahrhundert wird die europäische Kultur nicht von arabischer, türkischer oder asiatischer Kultur verdrängt, sondern von US-amerikanischer. Sonderbarerweise sind Beschwerden über die zunehmende Amerikanisierung des europäischen Kulturraums nur sehr verhalten wahrzunehmen. Zurück zum Thema. Wenden wir uns nochmal der obigen Antwort beim Thema Schenken zu. Sie zeigt, worum es wirklich geht. Nämlich, dass wir Angst haben, zu viel herzugeben und dann einen Mangel zu erleiden ignoriert wird dabei, dass in einer Gesellschaft des Schenkens man selbst bei Bedarf auch beschenkt wird. Und genauso gut kann es sein, dass wir zu viel verkaufen und nicht ausreichend einnehmen, um uns wieder ausreichend eindecken zu können. Zum Beispiel, weil die Preise schwanken oder, wie an jedem Sonntag in vielen Ländern Europas, dass es nichts oder kaum etwas zu kaufen gibt, weil die Läden geschlossen sind. Und wieder Ängste. Geld ist also keine Garantie für eine ausreichende Selbstversorgung. Die Anzahl der in Armut lebenden, arbeitenden Menschen sind dafür nur ein weiterer Beweis. Die meisten Menschen besitzen kein eigenes Land mehr, keinen Garten, vielleicht gerade noch einen Balkon. Damit ist eine Selbstversorgung nur noch über den Weg des Kaufens möglich. Jemand hat uns also vom monetären Markt und damit von Geld abhängig gemacht. Herrschende mussten nicht viel dafür tun damit sich fast alles diesem Geldsystem der Verwertung unterwirft. Menschen, die vom Geld abhängig sind, lassen sich viel einfallen, um an dieses heranzukommen und bieten allerlei an. Das wertet die Wirtschaftswissenschaft als Vorteil, weil es die Vielfalt fördert, die Innovation. Und zugegeben, es haben sich einige nützliche Dinge entwickelt. Viele Erfindungen wurden gemacht, um Menschen Leistungen verkaufen zu können. Doch es ist zu beobachten, dass die sinnvollsten Innovationen gar nicht dazu gedacht waren, ihren Kreatoren immense Einkünfte zu verschaffen. Für sie stand oft mehr der Nutzen im Vordergrund. Dr. Sauerbruch wird jedem Mediziner etwas sagen. Er war der Erfinder und Entwickler der Unterdruckkammer. Damit waren Operationen am offenen Herzen möglich, ohne dass die Lunge kollabierte. Es ging ihm nicht darum, von seinen Patienten Millionen abzucaschen, sondern ihnen zu helfen. Aber selbstverständlich musste auch er seine Kosten decken. So wie ihm ging es vielen. Wir haben bereits behandelt, dass sich im Entzug des Geldes oder allein durch die Drohung damit Versorgungs- und auch Existenzängste erzeugen lassen. Eine weitere Angst, die uns im Zusammenhang mit Geld eingeredet wird, ist die, betrogen zu werden. Geld schafft Vertrauen, heißt es. Aber wenn Geld angeblich erst Vertrauen schafft, dann wird doch mit diesem Satz umgekehrt behauptet, dass wir uns alle gegenseitig zunächst misstrauen. Demnach steht also unser gesamtes Umfeld, jeder um uns herum, unter Generalverdacht, dass uns jeder in irgendeiner Art und Weise betrügen will. Oder wird diese Angst erst implementiert, wenn wir Geld verwenden sollen, Vielleicht sogar erst, wenn wir das Geld tatsächlich verwenden. Wie bereits in einem anderen Beitrag erwähnt, herrscht nirgendwo so viel Misstrauen und Argwohn wie beim Geld. Nirgendwo wird mehr betrogen, kaum ein Strafdelikt, bei dem es am Ende nicht irgendwo um Geld geht. Geld schützt keinesfalls davor, benachteiligt zu werden. Im Gegenteil, es schafft erst mannigfaltige Möglichkeiten dazu. Geld schafft bestimmt vieles, aber Vertrauen, Freiheit und Sicherheit gehören nicht dazu. Aber es schafft viele Ängste, Mängel und Abhängigkeiten. Diese werden geschaffen, damit wir nach Geld streben. Geld ist das, was wir zu wollen haben sollen. Was wir wollen ist aber vor allem möglichst gesund, möglichst alt werden, angst und mangelfrei zu leben. Dazu brauchen wir unter anderem Nahrungsmittel, Energie und Wohnraum. Diese sind in der Hand von Unternehmen, von Konzernen und dem Staatsapparat. Jene geben die Ressourcen nur gegen Geld zur Nutzung frei. Zweck des Geldes. Das Problem? Geld hat man nicht einfach. Es wächst nicht auf Bäumen oder fällt vom Himmel. Die meisten Menschen verkaufen ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt als Lohnarbeit. Und Lohnarbeitsplätze stellen Unternehmen und Konzerne zur Verfügung, um Lebensmittel oder andere Waren herzustellen, die wir kaufen wollen, sollen oder müssen. Der wahre Grund, warum wir Geld zu brauchen haben, ist, damit wir abhängig und kontrollierbar bleiben. Nicht zur Erleichterung des Gütertauschs. Nicht als vertrauensschaffende Maßnahme brauchen wir Geld, sondern einzig und allein der Kontrollierbarkeit wegen. Und solange die Kontrollierten sich gegenseitig misstrauen, sogar aufeinander losgehen, sind sie für die Herrschenden ungefährlich. Die heutigen Verhältnisse konnten nur entstehen, weil Menschen Geld verwenden. Und die Geschichte zeigt, dass sich mit der Verwendung von Geld immer die gleichen Dinge abspielen. Konkurrenz, Krieg, Vernichtung, Zerstörung, Aufbau von Absatzmärkten, Abhängigkeiten, Armut und reiche Machteliten, deren Macht und Reichtum auf der Armut, dem Leid und Tod. Anderer beruht. Das wird in deren Bildungsanstalten auch noch als natürlich und unausweichlich gelehrt. Geldsysteme existieren und entwickeln sich in Zyklen fort, mit jeweils neuen Machteliten. Ein neuer Zyklus beginnt nicht, wenn der letzte bereits beendet ist, sondern wenn sich dieser seinem Ende nähert. Und die neue Machtelite bekämpft blutig die alte, aber nicht selbst, sondern sie schickt ihre Beherrschten. In der Schule wird uns gelehrt und implementiert, dass einige Dinge als gegeben hingenommen werden müssen. Sie sind ebenso und können nicht geändert werden, sagt man uns. Aber wir haben erfahren, dass Geld, mit all seinen grausamen Folgen ein Gedankenkonstrukt des Menschen ist, und so wie er es vor langer Zeit begonnen hat, so kann er es auch beenden, indem er es einfach nicht mehr denkt. Aber was man fünftausend Jahre lang gedacht hat, ist nicht ganz so leicht aus dem Kopf zu bekommen. Und die Infrastruktur der Güterverteilung ist auf dessen Ende auch nicht ausgelegt. Aber es ist wirklich viel einfacher, als es einige befürchten. Lassen Sie uns beginnen. Ich stürzte mich in dein Vergnügen, und dort lernte ich zu lügen. Ich war wie ein Blatt deinem Wind, um. nimm deine Hand von meinem Kind. Nimm deinen Zorn und deinen Hass und zieh davon.